Herzlich willkommen bei BewusstTV. Wir haben uns heute gedacht, Joe und ich, dass wir uns mal, beziehungsweise dass ich dir mal ein paar Fragen stelle, ein paar ernstere, recht? Mal wieder. Genau, weil du ja eigentlich, wenn man so zurückblickt über die vielen, vielen Jahre, du hast dein erstes Buch, in dem ganz viel Grundlagenwissen eigentlich schon enthalten war, hast du ja immerhin schon 1996 veröffentlicht, Entwirrungen. Über kosmische Gesetzmäßigkeiten und warum sie uns vorenthalten werden, der Untertitel, genau. Schon viel drin. Ja. Ja, genau. Und ich erinnere mich, deswegen ist es auch jetzt zu diesem Termin gekommen, weil du irgendwann mal vor ein paar Wochen gesagt hast, ach, manchmal kriege ich so E-Mails, wo ich denke, Mensch, das steht doch alles in meinen Büchern. Ja, es gibt viele Leute, die sagen, Mensch, kennst du das? Hast du da schon von gehört? Da habe ich gesagt, ja, das kenne ich schon. Guck mal, in Entwirrung oder in den drei anderen Büchern. Ist so, aber natürlich ist seitdem auch viel passiert und es kommen Leute, neue Leute dazu. Wir haben ja heute ein Publikum, was 96 noch nicht so groß war und auch, glaube ich, noch nicht so viele Menschen, die sich überhaupt damit beschäftigt haben. Die Bücher waren ja damals, oder das erste Buch, eines der nicht so vielen. Wenn ich das Buch heute auf den Markt schmeißen würde oder zum Verleger schicken würde, würden die sagen, sorry, da haben wir jetzt schon, also gibt es schon 100 Bücher, die so ähnliche Sachen haben. Also von daher haben wir heute Leute, die dazugekommen sind und die natürlich nicht alles wissen können, aber natürlich habe ich in der Zwischenzeit auch vieles dazugelernt. Aber ab und zu, es sind halt wichtige Grundlagen drin über alle möglichen Thematiken, mit denen wir uns ja hier auch befassen. Was würdest du denn sagen von den Sachen, die dir 1996 ganz wichtig waren, mitzuteilen, Entwirrungen über die Struktur der Welt? Was hat wirklich standgehalten und wo hat sich deine Haltung verändert, falls? Es ist jetzt eigentlich nichts Grundsätzliches, was ich nicht schreiben würde. Es ging damals wie heute eigentlich darum, einmal zu erkennen, dass wir auf einem Planeten leben, wo wir stark manipuliert werden und eigentlich vergessen haben oder auch man uns vergessen lässt, dass wir, was wir eigentlich sind, nämlich großartige Wesen, die hier inkarniert sind, also Reinkarnation, ein wichtiges Thema. Die Gottesvorstellung zu hinterfragen, ist für mich ein ganz wichtiges Thema gewesen damals. Heute ist man vielleicht da schon sehr viel weiter, dass wir ja jetzt auch viele, viele Hinweise bekommen, selbst aus der Quantenphysik, dass wir im Grunde schöpferische Wesen sind, dass unsere Gedanken sich auswirken auf die Realität. Da sind wir heute tatsächlich weiter, aber das war für mich eigentlich immer wichtig, allein das Gottesbild, was wir in den Religionen haben, zu hinterfragen. Die Religionen vielleicht ursprünglich mal dazu da gewesen, die Menschen mit Gott zu verbinden, aber inzwischen meine ich doch eher, dass da eine Trennung stattfindet, wenn man allein den Papst anguckt, warum brauchen wir einen Stellvertreter Gottes auf der Erde, warum muss der da irgendwo auf dem Balkon stehen in irgendeinem tollen Gewand und ich weiß nicht, ob das uns mit Gott mehr verbindet oder ob wir die Verbindung nicht viel eher in uns haben. Und allein im Alten Testament sind so viele Beweise dafür, dass dieser Gott nicht wirklich ein liebevoller Schöpfer ist, der etwas erschaffen hat und das gut findet, sondern dass wirklich dieser Gott des Alten Testaments ganze Völker vernichtet hat und Menschen angeleitet hat, andere zu töten, sehr grausame Dinge. Und mir war es immer wichtig, mich von dieser Gottesvorstellung zu lösen, weil ich glaube, das, was wir als Gott verstehen, dass alles, was ist, ist einfach positiver als diese widersprüchlichen und rachsüchtigen Vorstellungen, die wir im Alten Testament finden. Aber heute sind wir ja eigentlich viel weiter, nämlich zu erkennen, es gibt nicht nur den einen Gott, Schöpfer, alles was ist, sondern wir sind alle im Grunde auch Schöpfer in einer gewissen Weise. Natürlich nicht so das Allmächtige, das haben wir ja nicht in dieser Situation, aber dass wir lernen im Moment mit unseren Gedanken zu erschaffen, Realität zu erzeugen, dass wir das erkennen, dass es geht, dass wir es ausprobieren können. Natürlich geht das nicht sofort, dass ich sage, ich erschaffe jetzt hier mal irgendwas Materialistisches oder was Materielles und das erscheint jetzt hier, so klappt es ja nicht. Jedenfalls bei dir nicht. Noch nicht, aber wer weiß, vielleicht ist das in ein paar Jahren soweit oder wer weiß. Ne? Ich denke, wir sind ja dauernd auch in diesem Feld, dass wir merken, es ist ein Wandel, wo wir immer mehr
Erkenntnisse gewinnen, mehr Bewusstheit darüber, was vorgeht. Das alte eben, das alte Denken auch, diese alten Gottesvorstellungen und die Vorstellung von mächtigen Politikern oder was auch immer, oder Ärzten, all diese Dinge, denen wir Macht gegeben haben und denen wir vertraut haben und denen wir uns untergeordnet haben, das jetzt zu hinterfragen und zu erkennen, wir sind ja nicht weniger als die, wir haben von Gott nicht weniger Macht bekommen, nicht weniger Schöpferkraft, sondern im Gegenteil, wenn wir unsere Kraft wieder entdecken und wieder benutzen, dann könnten wir diese Welt schon verändern. Das bedeutet aber nicht, dass wir jetzt gegen das Alte kämpfen, sondern einfach nur sagen, wir werden bestimmte Spiele einfach vielleicht nicht mehr mitspielen. Zum Beispiel? Ja, es sind viele Spiele. Ob das Doktorspiele sind? Nein, das ist natürlich, man kann ja tolle Spiele auf diesem Planeten spielen, aber dauernd zum Doktor zu rennen und zu fragen, wie geht's mir, und Untersuchungen machen zu lassen, kann dazu führen, dass wir halt ständig dann irgendwas entdecken und der uns irgendwas rät, irgendwelche Medikamente oder so, sogar Operationen. Wir wissen ja heute, dass viele Operationen gemacht werden in Deutschland, sehr, sehr viele, die gar nicht nötig sind, einfach weil das ein Geschäft ist und die Kliniken voll sein müssen. Das heißt, es gibt schöne Doktorspiele und nicht so schöne, und dass wir da auch die Verantwortung übernehmen. Das Geldsystem, das ist so ein bisschen wie Monopoly, ne? Das Spiel mag erstmal schön anfangen, alle haben Lust hier zu würfeln und kauft eine Straße oder was weiß ich. Und im Laufe des Spiels merkt man irgendwann, Mensch, der eine, der hat jetzt so die Parkstraße, die Schlossstraße, da steht schon ein Hotel von dem, überall wo ich hinkomme. Irgendwann macht das Spiel für die meisten dann nicht mehr so richtig Spaß, ne? Und der eine, der natürlich alles hat, dem macht das vielleicht Spaß, und je nachdem, wie er strukturiert ist, macht das eben bis zum Schluss Spaß. Aber vielleicht merkt er irgendwann auch, also ich bin hier langsam ein bisschen isoliert, ne? Also die anderen, denen macht das keinen Spaß mehr. Und ja, ich glaube, in der Situation sind wir jetzt auch global, einfach zu erkennen, einige wenige kriegen immer mehr, und wenn das so weitergeht, dann haben irgendwann ganz wenige alles und wir müssen irgendwie knechten und sind Sklaven irgendwie dieses Systems. Und dann ist die Frage, wollen wir dieses Spiel noch weiter mitspielen? Und ich glaube, diese Frage wird immer deutlicher gestellt. Und wir müssen dieses Spiel ja nicht mitspielen. Also, sondern was können wir tun, so jetzt mal so ganz konkret? Ja, es funktioniert natürlich nicht, indem ich jetzt einfach sage, dem einen, der jetzt schon die Parkstraße und die Schlossstraße und alles hat, den jetzt irgendwie einer runterzuhauen, so funktioniert es nicht, oder den wegzukriegen, sondern einfach zu sagen, ich spiele ein anderes Spiel, ich spiele dieses Spiel nicht mehr mit. Ich muss ja auch nicht, wie gesagt, in jedes Spiel einsteigen. Das kann im Alltäglichen sein, dass der Nachbar irgendwie wütend ist und sagt, ich zeig dich an, und dann sage ich, ja, ich habe aber Rechtsschutz, ich mache dich fertig. Ich kann in dieses Spiel einsteigen, und dann sehen wir uns nachher vor Gericht und total bescheuert, und eigentlich haben wir alle Angst davor, weil wir vor Gericht wahrscheinlich eh nicht recht bekommen, das wissen wir irgendwie, ahnen wir, und ist ja auch so. Aber wie gesagt, wir müssen ja dieses Spiel nicht mitspielen, und wenn all die Dinge, die uns im Leben begegnen, können wir entweder da einsteigen und sagen, ja, dem gebe ich es aber jetzt zurück und so geht das nicht und das, den mache ich fertig, und wie auch immer, ob es der Partner ist oder der Nachbar oder der Arbeitgeber oder die Behörden, Finanzamt oder Gerichtsvollzieher, wir können überall auf Widerstand gehen, aber dann kommt natürlich auch Widerstand zurück, ne? Oder wir können ja gedanklich aussteigen, wir müssen eben nicht immer da jetzt drauf einsteigen. Wir haben bisher immer das Denken gehabt, ich kann ja nichts dafür, dass das und das jetzt wieder auf mich zukommt, das kommt jetzt alles und ich muss darauf reagieren. Man kann es aber auch umgekehrt sehen, nämlich dass ich agiere und zwar nur das an die Welt setze, was ich auch wieder zurückhaben will. Nämlich so wird ein Schuh draus sozusagen. Nicht, dass ich sage, mir passiert dauernd was und ich kann da nichts für, sondern ich erkenne, das, was ich in die Welt setze, kommt zu mir zurück. Das ist das Spiel des Lebens, ist auf dieser Erde, sage ich mal, funktioniert so. Ich habe es ja mal erzählt, wie ich das selber erfahren habe als Taxifahrer über 15 Jahre, dass ich also erst auch dachte, ich muss mich ja verteidigen. Taxifahrer werden mal angegriffen. Und dann irgendwie ich wurde auch fünf, sechs Mal angegriffen. Und nach 10 Jahren hörte ich dann diese kosmischen Gesetze, dass es also mit mir zu tun hat, was dann wieder auf mich zukommt.
Das heißt, dass ich meinen Anteil daran angenommen habe und geguckt habe, okay, ich habe auch meinen Teil Aggressivität da reingebracht, weil ich dachte, das ist halt so. Habe das dann wieder zurückgeschraubt und mich teilweise bei den Leuten entschuldigt, mit denen geredet. Nicht mehr vorbereitet auf Angriffe, sondern ja, einfach mein Denken geändert und dann die nächsten 5 Jahre wurde ich nicht mehr angegriffen. Das heißt, die Gewaltkurve ging von so auf so. Und das ist über einen langen Zeitraum eben meine Erfahrung. Das heißt, nicht die Taxikunden haben sich geändert, dass sie weniger aggressiv waren, sondern ich habe es geändert, was ich in die Welt gesendet habe oder in der Situation, wo es brenzlig wurde, kann ich deeskalieren oder ich kann eskalieren. Und so funktioniert meines Erachtens das Leben und das sollten wir uns immer wieder bewusst machen, dass wir eben sehr viel Einfluss darauf haben, wie unser Leben ist, indem wir entweder dauernd sagen, ja, man wird halt krank und das Wetter ist auch schlecht und mit meinem Nachbarn geht es auch schlecht und allen geht es schlecht. Warum soll es mir nicht auch schlecht gehen? Dann kann man sich ja auch reinsteigern, ne? Wenn man Leute so im Krankenhaus ansieht, die sich dann gegenseitig übertrumpfen, was sie schon alles für Operationen haben und jetzt das dritte Kniegelenk kriegen oder sowas, ne? Und dann sagen, oh, der Chirurg ist aber gut, ne? Kann man sich eben auch reinsteigern. Manchmal macht man es ja auch aus Sympathie, aber wie gesagt, das immer wieder bewusst zu machen, worauf wir unseren Fokus richten, das ziehen wir halt auch in unser Leben. Und deswegen würde ich, wir haben es ja schon so oft gesagt, es ist ja nichts Neues, aber es fällt uns allen, dir und mir, auch genauso immer wieder nicht leicht, das immer durchzuziehen. Deswegen wollen wir uns immer wieder gegenseitig daran erinnern, dass wir immer wieder bewusst machen, okay, im Moment ist das Leben nicht einfach. Wir haben ja auch dieses Wetter, dieses graue, diesen langen Winter, der ja eigentlich jetzt bis Mitte April schon andauernd und nicht aufhört. Ob das normal ist, weiß ich nicht. Ich schätze, da wird auch manipuliert. Ist aber jetzt nicht das Thema. Das können wir ja nicht ändern, dass wir jetzt so diese Geoengineering, diese Wetterkontrollsachen da abschießen oder was auch immer. Das ist auch gar nicht das Thema, sondern dass wir trotzdem die äußeren Bedingungen eben so ein bisschen grau sind, immer wieder uns erinnern, da gibt es etwas Größeres, da gibt es die Sonne. Die Sonne ist trotzdem da, die ist halt über den Wolken, die ist nicht weg. Und wir können eben auch, es gibt Leute, die haben sonniges Gemüt, die strahlen einfach Sonne aus. Gelingt mir auch nicht immer, aber wenn wir uns daran erinnern und es bewusst machen, dann können wir überall eben auch diese höhere Energie reinbringen. Jetzt ist es ja so, also auf der persönlichen Ebene leuchtet das sicherlich auch den Zuschauern ein, dass man da natürlich wirklich individuell verantwortlich ist. Nun gibt es aber ja auch andere Sachen, du hast das jetzt so ganz kurz angesprochen mit Geoengineering und HARP und Wettermanipulation und allen möglichen anderen Sachen, wo ich das Gefühl habe, das ist eher so ein Gruppenschicksal hier von der ganzen Erde und wo es mich schon mehr Mühe kostet oder eine, wo ich immer wieder noch mehr Bewusstsein aufbringen muss, um nicht zu finden, das ist doch jetzt aber wirklich aussichtslos und also zum Beispiel dieses graue Wetter. Mhm. Und da weiß ich genau, das geht nicht nur mir so, das macht wirklich was mit mir. Absolut. Ja. Weil ich da so richtig merke, über Wochen hinweg, wenn man dann in Norddeutschland ist und keine Sonne sieht und nur eben immer sich alles wieder zuzieht und so, das drückt aufs Gemüt. Und was kannst du dazu sagen, wenn jetzt jemand kommt und sagt, naja, das ist ja alles gut und schön, aber es gibt ja auch die Haltung, wer sich nicht wehrt, der lebt verkehrt oder so. Wieso gilt das deiner Meinung nach insgesamt und eben nicht nur für den kleinen Nachbarn, sondern auch für die großen Bösewichter sozusagen in meinem Leben und in unser aller Leben? Ist ein weites Feld und ist nicht leicht zu beantworten. Ich habe ja schon gesagt, wenn wir auf Widerstand gehen, wir können es vielleicht nochmal von globalen sehen. Ich glaube ja, dass wir hier inkarnieren auf einem Planeten, auf dem all diese Spiele möglich sind. Und es gibt eben auch welche, die spielen das Spiel der Macht, des Geldes. Es gibt ganz grausame Spiele auf der Erde, das wissen wir auch. Kann man leicht sagen, ja, man muss dieses Spiel ja nicht mitspielen. Es kann vielleicht tatsächlich so sein, dass sich eben auch Seelen hier inkarniert haben, um einfach dieses Spiel mal mitzuspielen, des Opfers irgendwo von irgendwelchen Umständen, um zu sehen, wie das ist.
Das Schöne ist ja, dass der Seele im Grunde nichts passieren kann. Also auch wenn das hier eine Inkarnation ist, die irgendwie übel endet, ist die Seele letztlich ist ein göttliches, ein Teil der Schöpfung und es ist etwas Wunderbares, Lichtvolles, das eigentlich nicht zerstört werden kann. Das eigentlich lasse ich auch nochmal raus, weil das auch immer so ein bisschen Zweifel andeutet. Aber davon bin ich überzeugt, dass letztlich nichts passieren kann, außer natürlich in dieser Erfahrungsebene, in diesem Spiel, kann es eben unschöne Sachen geben. Aber ich glaube, wie gesagt, dass es diese Spiele gibt, die einige spielen, um zu gucken, was macht das mit anderen. Und wir haben eben vergessen, dass wir auch Schöpfer sind, und haben diese Spiele mitgespielt. Das heißt, du würdest sagen, es gibt praktisch zwei Ebenen. Es gibt einmal die Ebene des Spiels hier oder der Matrix oder der Inkarnation, wo mir alles passieren kann. Die grausigsten Sachen, auch die schönsten, aber auch eben alles Mögliche. Und ich kann vom Laster überfahren werden, um nur das Harmloseste zu nennen. Ja. So, da sind wir verletzlich und da kann man wirklich uns vieles antun. Aber es gibt eine andere Ebene, wo wir nicht Teil des Spieles sind. Und da sind wir im Grunde unverletzlich. Und wenn es uns gelingt, während wir im Spiel sind, uns immer dieser anderen Ebene bewusst zu sein, dann... Das würde sowas wie Vertrauen in das Größere voraussetzen. Aber dieses Vertrauen muss ich mir auch immer wieder erarbeiten. Es ist ja ganz leicht, in diese Ängste hineinzugehen. Ob das Angst ist vor Chemtrails, wo ich nichts machen kann, aber es sind ja auch Ängste, dass ich krank werden kann, dass ich AIDS, Krebs oder Bluthochdruck oder sonst was alles kriege. Wie gesagt, aber da kann ich ja sehen, wie gehe ich damit um. Und da sehen wir ja auch schon kollektiv, dass einige Angstthemen nicht mehr so funktionieren. Ob das jetzt eben mit den Impfungen ist gegen die Schweinegrippe, das haben wir ja schon oft erwähnt. Einfach die Menschen das nicht mehr mitmachen und jetzt wird schon wieder irgendwo, ich habe es wieder gelesen, in China sind wieder ein paar Leute an einem neuen Virus gestorben. Man versucht das scheinbar nochmal, dieses Spiel. Aber ich glaube, dass da schon viele Leute das Spiel nicht mehr mitspielen und dass deswegen diese ganz globalen neuen Viren, Epidemien nicht mehr so funktionieren, dass sich alle Leute impfen lassen. Das ist ja schon mal was Schönes. Oder auch mit einem Krieg. Natürlich passieren überall noch Kriege und es wird getrommelt jetzt für Nordkorea, als wenn Nordkorea so eine Gefahr für die USA ist, die Hunderte oder Tausende von Atomwaffen haben und auf einmal ist da die große Gefahr von Nordkorea. Aber diesen ganz großen Krieg, der ja eigentlich auch geplant ist gewesen, ist der Dritte Weltkrieg und der in vielen Prophezeiungen auch beschrieben wurde als schlimmer als alles andere, der hat ja bis jetzt so noch nicht stattgefunden. Ich kann mir auch vorstellen, dass da auch ganz viele dieses Spiel nicht mehr mitspielen. Es gibt natürlich überall noch auch Leute, die das Spiel auch Krieg noch spielen wollen. Also vielleicht nicht ganz bewusst, aber wenn jetzt jemand da in der Situation ist, dass er zur Armee geht und jetzt irgendwo landet in Kunduz oder was und da wird geschossen und so, dann hat das auch ein bisschen was vielleicht damit zu tun, dass er eben diese Erfahrung auch noch machen will. Aber dass eben ganz viele diese Erfahrung von Krieg und Leid eigentlich nicht mehr machen wollen. Das ist mein Eindruck von der Zeit, in der wir leben, dass eben ganz viele Spiele tatsächlich nicht mehr mitgespielt werden. Tolstoi hat ja gesagt, solange Schlachthöfe, solange Schlachtfelder. Und was mir jetzt auffällt, ist, dass es eine Explosion gibt von Menschen, die auf einmal vegan leben wollen. Es gibt diesen Attila Hildmann oder so, das ist so ein junger Bodybuilder türkischer Herkunft, aber deutscher eben, der völlig hip und Mainstream und für junge Leute auf einmal vegane Ernährung und mit coolen Rezepten und so bringt und durch sämtliche Shows gereicht wird. Mhm. Und wo ganz, ganz viele junge Leute, also eine Freundin von mir arbeitet im Bioladen und sagt dazu, da kommen auf einmal Leute. Auch Türken kommen jetzt in die Bioläden und da verändert sich ganz, ganz viel. Mhm. Und das könnte ja darauf hindeuten, eben in dem Moment, wo immer mehr Menschen sich dieses Zusammenhangs bewusst werden und sei es auch, wenn sie nur anfangen, irgendwie zu finden, ach, eigentlich reicht's jetzt auch mal oder so. Man muss sich nicht jeden Tag Fleisch auf den Teller. Genau haben. So, ne? Wenn drei Leute ihren Fleischkonsum halbieren, ist mehr gewonnen, als wenn einer zum Veganer wird, so gesehen. Ja. Also da bin ich ja auch von Dogmatismus weit entfernt und das muss sowieso jeder selber wissen. Aber ich beobachte einfach nur, schon vor Jahren war
McDonald's gezwungen, einen Veggie-Burger anzubieten, damit eben die ganzen vegan lebenden Jugendlichen noch mitkommen konnten und es für sie auch noch was zu essen gab. Also ist das für dich eine Sache, die sich durchzieht seit 1996 bis heute, dass du merkst, eigentlich nützt es nichts, es gibt nichts Gutes, außer man tut es und jeder Einzelne muss die ganze Zeit für sich gucken? Oder gibt es noch irgendwas, was darüber hinausgeht? Es geht ja nicht seit 96, okay, da habe ich mein erstes Buch geschrieben, aber es gab ja Vorläufer, die weit zurückgehen, die eben schon diese geistigen Dinge beschrieben haben, lange bevor ich geboren war oder du und wie auch immer wir uns damit befasst haben. Aber das waren halt wenige und heute werden es immer mehr. Aber was du sagst, der Einzelne oder das Gesamte, wir sind ja mit allem verbunden. Also das muss man auch immer wieder sehen. Wir sind auf irgendeiner Ebene, sind wir eben alle eins. Und wir sind verbunden mit den Pflanzen, den Tieren und mit den Wolken und den Devas und den Elementarwesen, die überall sind. Und natürlich macht es etwas, wie gesagt, wir erfahren uns ja hier individuell und sagen natürlich, ich bin jetzt nicht der gleiche wie du und was macht das mit mir, wenn du vegan lebst, da habe ich auch nichts von. Aber letztlich, ja, könnte man so sagen, aber letztlich findet da was statt. Also wenn einer, wir orientieren uns ja auch an den anderen. Und tatsächlich sind ja viele Dinge in der Welt funktionieren nur weil es andere auch machen. Und was mit den McDonald's und Burger King und diese Fastfood-Ketten ist ja einfach nur was funktioniert, weil alle denken, naja, wenn alle dahin gehen, kann es ja nicht so schlimm nicht sein. Aber jetzt merken wir eben doch, wird ja auch teilweise gibt es ja Versuche, Selbstversuche, einen Monat lang nur bei McDonald's essen, was es dann mit einem macht. Und das merken halt immer mehr Menschen. Das heißt, viele Dinge, die wir ausprobiert haben, auch in dieses Spiel Fast Food eingestiegen oder in andere Spiele, merken wir jetzt, okay, was hat es mit uns gemacht? Ist es besser geworden? Ist die Esskultur besser geworden? Man kann ja mal, ist ja nicht schlimm, ich gehe auch mal, wenn ich unterwegs bin und will mal schnell was essen, dann will ich nicht überlegen, jetzt wo kriege ich jetzt hier gutes Essen her, sondern will ich eben an einer Autobahnraststätte oder wo auch immer eben, alles okay, ne? Nur eben das bewusst machen und es ist wirklich, wie du sagst, werden immer mehr Menschen diese Erkenntnisprozesse haben, wir sind alle miteinander verbunden, wir sind auch mit der Erde verbunden, es macht alles was miteinander. Das heißt, wir sind nicht alleine da, wenn wir Zweifel haben, dass das alles funktioniert. Wir können ja auch um Hilfe bitten und uns wird geholfen. Und da ist auch immer wieder wichtig, sich dran zu erinnern, weil wir das auch immer wieder leicht vergessen in dieser Getrenntheit, in der wir uns erleben. Und dann noch graues Wetter. Und dann sitzt man zu Hause und sagt, oh, ich habe keine Lust mehr. Und irgendwie ist auch alles mies, ne? Immer wieder dran erinnern, auch wenn es schwer fällt. Aber ich bin so dankbar für alle Impulse, die es gibt. Es gibt so viele tolle Bücher, so viele Leute, die wir hier als Gäste haben oder die in anderen Sendern auch irgendwo interviewt werden. Es gibt so viele Impulse, die uns immer wieder dran erinnern, dass wir es in der Hand haben, ob wir es uns runterziehen lassen oder ob wir selber die Energie wieder ein bisschen aufwärts richten. Das ist unsere Ausrichtung und wir können unsere Aufmerksamkeit, unseren Fokus entweder darauf richten, dass es all diese negativen Dinge gibt. Das kann man auch mal angucken, aber man muss nicht auch sagen, die Welt ist schlecht, sondern okay, haben wir gesehen, gibt es vielleicht immer wieder was Neues, jetzt gibt es vielleicht Nordkorea-Thema oder was auch immer, Syrien, wir kennen das ja alles. Angucken, ist okay, ist ein Spiel, die spielen nochmal das Spiel, funktioniert, machen aber nicht mehr alle mit, ist auch gut zu sehen. Und wieder daran erinnern, dass wir alle eins sind und dass wir im Moment kollektiv diesen Bewusstseinswandel mitmachen. Also ich glaube, wir sind da schon drin, das ist schon erkennbar, auch wenn es viele natürlich, die gucken die Welt an und sagen, ja, die ist ja auch nicht viel anders als vor 10 Jahren, nur dass die Handys kleiner sind. Aber es tut sich schon was. Ich finde, sie ist sehr, sehr viel anders als vor 10 Jahren, weil alle Leute damit beschäftigt sind, aufzuräumen, auch Leute, die vor 10 Jahren... also in sich aufzuräumen, die vor 10 Jahren darüber gelacht hätten. Und ich habe auch den Eindruck, diese Vernetzung, die du angesprochen hast, wo man sagen könnte, ja, was macht das mit mir, wie du dich ernährst oder so, die moderne Physik weiß ja heute auch und kann das ja rechnen, Quantenphysik und all diese Sachen,
dass eben alles alles beeinflusst, ja, und dass alles miteinander zusammenhängt und dass der Flügelschlag des Schmetterlings dann eben den Taifun auslösen kann. Und das in dem Moment, und das macht auch Sinn dann in dem Zusammenhang, was du vorhin gesagt hast, wenn ich dann bei mir bleibe und mich eben nicht davon runterziehen lasse, dann stabilisiere ich ja das, was ich gerne haben möchte. Ja. Indem ich praktisch mein sonniges Gemüt gegen diese Gräue setze. Ne? Und dieses Feld können wir ausdehnen. Also wir sind da eben, das sind Felder, die wir nicht sehen können. Ne? Ich kann eben, wenn ich mich von den äußeren Feldern beeinflussen lasse und das ist alles grau, dann wird mein Feld auch grau und dunkel und ganz klein. Aber wenn ich, sobald ich mich mit dem Göttlichen verbinde, und das ist einfach die Liebe, die ich im Herzen habe, und lass die, dehne die aus und merke, ich liebe das Leben so sehr, ich leide so sehr darunter, dass es so viel Schlimmes gibt, aber ich spüre, dass da so eine starke Kraft ist, und dann kann ich mir vorstellen, ich sehe es zwar nicht, aber dass dieses Feld riesig sein kann und dass das andere beeinflusst. Und wenn ich dann irgendwo in einen Bäckerladen gehe oder wo auch immer hin oder ins Gym oder keine Ahnung, dann nehme ich diese Energie mit und dann fangen auf einmal die Leute an zu lächeln und zu strahlen und es passiert etwas. Das heißt, wie gesagt, ich habe da einen Einfluss drauf, aber es ist leicht, immer wieder zurückzufallen und wieder ganz klein zu werden. Wir werden ja auch täglich daran erinnert, dass wir ganz kleine Würstchen sind und dass wir voller Minderwertigkeit und Schuld und was wir alles auf uns geladen haben, dass wir ganz kleine Würstchen sind. Das lernen wir von klein auf in diesem Leben. Und wir haben alle diese Programme, dass wir voller Minderwertigkeit sind. Ich habe die auch, also das geht mir nicht anders, weil ich jetzt vielleicht irgendwie ein bekannter Schriftsteller oder Moderator bin, sollen die Leute nicht denken, dass ich jetzt mich ganz toll fühle. Ich habe all diese... Schade eigentlich. Schade, ja. Das wäre auch noch was, wo ich dran zu arbeiten hätte. Aber wie gesagt, es geht auch darum, ab dass heute, immer... Ja? Heute nicht mehr. Das schaffe ich heute nicht mehr. Nein, aber ich denke, es geht ja auch darum, dass andere sehen, denen geht es ja genauso. Ich will ja nicht immer nur über mich reden. Aber ich glaube, dass es vielen so geht. Wir sind alle, haben all diese kleinen Programme, diese Sachen ins Feld gekriegt, wo wir denken, ja, wir sind eigentlich nichts wert. Und wenn wir den Fernseher einschalten, kriegen wir auch keine Impulse, dass es irgendwie anders ist. Aber ich glaube, darum geht es genau jetzt, oder? Ja. Dass man diese kleinen Programme knackt. Ja, ja, genau. Und ich denke, dass uns jetzt diese Dinge, die noch nicht in Ordnung sind, dass die uns jetzt immer wieder vor die Füße kommen. Und wenn wir dann sagen, ja, jetzt kommt das noch und jetzt kommt noch der Nachbar und mein Partner oder Partnerin tilt auch, was soll das alles? Eigentlich immer gucken, was ist mein Anteil daran und ist da vielleicht etwas, was jetzt einfach nochmal aufgelöst werden will? Und reagiere ich jetzt so, wie ich letztes Mal reagiert habe, knall dem Nachbarn die Tür zu oder sag, Mensch, komm mal rein, lass mal einen Kaffee trinken oder ein Bierchen oder Mensch, es gibt so viele Wege, anders mit den Dingen umzugehen, ob das Behörden sind. Man kann natürlich jetzt auch, wir haben ja auch das Thema mit der ganzen Rechtssituation, man kann da natürlich daraus schließen, dass man sagt, ich muss jetzt dagegen angehen und für mein Recht kämpfen, oder man kann eben auch da mit seiner Liebe hingehen und mit den Menschen reden und dieses Feld aufbauen. Und da passieren manchmal Dinge, die man gar nicht vermutet hätte. Auf einmal lösen sich Konflikte auf, wo man vorher riesen Angst hatte. Also ich kenne das alles eben aus eigener Erfahrung. Ich will ja gar nicht über diese Geschichten im Einzelnen erzählen, aber es kann sich sehr vieles auflösen und das Leben sehr viel entspannter werden, indem ich selber eben auch, ja, die Dinge in die Welt sende, die ich auch zurückhaben will. Wie geht's dir mit der Zeit, also mit deinem Zeitempfinden? Bei mir ändert sich da ganz viel und das interessiert mich. Wie ist es bei dir? Es ist auch so, und ich kann es aber jetzt nicht sagen, es ist schneller oder langsamer. Es gibt Leute, natürlich, wenn man viel zu tun hat, dann ist die Zeit immer zu wenig, das ist ganz klar. Aber ich glaube, dass Zeit eben sehr relativ ist. Ich habe jetzt zwar so eine dicke Armbanduhr und die tickt auch ganz sauber und die geht nie nach. Aber das Zeitempfinden kann völlig unterschiedlich sein. Wir haben das hier nach Sendung gehabt. Der eine hat gesagt, Mensch, ich dachte, wir haben 2 Stunden und dann waren es 3 Minuten. Und der andere sagte, was, ich dachte, das waren nur 10 Minuten. Es wird also ganz unterschiedlich wahrgenommen, je nachdem, ja, das ist sehr relativ. Und das uns bewusst machen, und ich glaube, wir werden auch mit der Zeit neue Erfahrungen machen, indem wir
Ja, ich weiß ja noch nicht, wie es ist, aber ich glaube, dass wir uns lösen von dieser linearen Zeit und deswegen dann vielleicht tatsächlich auch Dinge anders angehen werden. Ich habe ja neulich ein Interview gemacht mit Roman Hafner, der auch ein Buch geschrieben hat, und der sagte, dass Raum und Zeit sind nicht verbunden. Das heißt, man kann das auch trennen. Er hat in seinem Buch da auch Beispiele gemacht, gezeigt, wie man damit umgehen kann. Ich habe da jetzt noch keine eigenen Experimente gemacht, aber das wird kommen, dass wir einfach viele Dinge, da setzen wir ein Ereignis in die Zukunft sozusagen, oder wir können es in einen Raum setzen und dann ist die Zeit eigentlich nicht mehr das Entscheidende. Dann passieren die Dinge einfach, weil wir das Ereignis quasi in den Raum gesetzt haben. Es ist jetzt sehr theoretisch und ich habe es eben auch noch nicht erfahren. Aber der sagt, da werden noch ganz viele Dinge in den nächsten Jahren und Jahrzehnten kommen, wo wir ganz anders mit der Zeit umgehen werden, aber eben auch mit der Schöpfung, wo Menschen wirklich Dinge erschaffen werden, neue Dinge, die auf einmal in der Welt auftauchen und die aber nicht jetzt gebaut sind, so wie wir jetzt klassisch irgendwas Materielles gebaut haben, sondern dass die aus Gedanken manifestiert wurden. Ich lese gerade von Yogananda, Autobiografie eines Yogi. Mhm. Und das ist total spannend, weil ich da das Gefühl habe, da gibt es Kreise in Indien oder sonst wo, die all diese Dinge eigentlich schon seit Jahrtausenden können, aus einer alten Tradition heraus. Und wir kommen jetzt dahin, diese Dinge eben aus unserem westlichen Bewusstsein heraus uns auch noch zu erobern, sodass wir dann irgendwann diesen rationalen Verstand haben und diese Herzenskraft. Denn da in diesen erleuchteten Kreisen können die das offenbar alles. Und Aha. Ich dachte, als ich dieses Buch las oder ich bin noch dabei, denke ich mal, habe ich so das Gefühl, ich lebe vielleicht 5% von meinem Potenzial und die aber deutlich mehr. Ne? Ja. Und weil sie eben wissen, was möglich ist. Und da kommen wir jetzt eben allmählich hin. Genau, und bei uns ist es eben, wir sind ja sehr wissenschaftsgläubig in der westlichen Welt, hinterfragen das aber auch, aber eben die Wissenschaft heute entdeckt ja diese Dinge, dass wir nur einen ganz geringen Teil unseres Potenzials leben und dass wir eine unheimlich starke Energie haben, auch dass das Herz eine ganz starke Kraft hat. Das wird alles erforscht, das heißt, wir brauchen es über den Verstand in der westlichen Welt eben auch nochmal wieder, aber wir haben da die östliche oder das westliche, wenn das jetzt zusammenkommt, boah, das ist fantastisch, es kommt ja zusammen. Ja. Wir leben eigentlich in einer Welt, die noch hinterherhängt hinter den Erkenntnissen auch unserer Wissenschaftler. Ne? Also wir tun immer noch so, als würden wir im Dampfzeitalter leben und verhalten uns noch so. Aber wie gesagt, da sind wir mittendrin. Das ist super spannend und ich freue mich. Und wie gesagt, immer über alle Impulse, die kommen. Deswegen machen wir das hier auch. Ne? Es ist mir nicht so wichtig, dass ich mich noch mal reden höre, sondern weil ich eben selber auch dankbar bin für jeden Impuls, jede Orientierung, einfach wieder dran zu erinnern. Das wusste ich, das weiß ich eigentlich, ist nichts Neues, aber ja, stimmt, ja, Mensch, und bin wieder rausgefallen, aber jetzt geht's mir wieder gut. Genau, jetzt geht's dir wieder gut und ich hoffe Ihnen auch. Alles Gute. Danke.